Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 2 von Valheim und ja, ihr seht, dieses bescheidene Heim habe ich gebaut. Wir haben hier ein Bettchen, dann ein bisschen Licht, hier haben wir eine Truhe, da ist die Werkbank und ja, ein Dach über dem Kopf haben wir auch. Das ist jetzt das, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. War richtig cool zu spielen, hab Spaß gemacht, richtig Holz gesammelt, um dann hier loszulegen. Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir dann weiter, was wir als nächstes bauen. So, dann gucken wir doch mal, wieso kann ich jetzt hier keine Tür? Oh nee, das ist auch ganz schlecht, ne? Wieso geht jetzt die... Ach so, weil ich den Hammer in der Hand habe wahrscheinlich. So, jetzt geht's. Komm raus, ja. So, okay, wir haben hoffentlich keinen Besuch um die Ecke. Ne, haben wir nicht. Wie ihr seht, hier kann man auch was zu essen drauf machen. Ne? Das Feuer ist direkt daneben. Ich habe ein bisschen die... den Erdboden anhöhen müssen, damit das Häuschen nicht schwebt. War ein bisschen schwierig, aber jetzt sieht das ganz gut eigentlich aus. Das war schon mal das erste Ziel und wir müssen jetzt gucken, dass wir weitere Dinge tun. Ja, Kamin haben wir jetzt noch nicht. Wir müssen mal schauen, dass wir etwas größer basteln oder sowas, das Haus. Aber da werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal nichts weiter machen können. Wir müssten jetzt mal schauen, dass wir uns irgendwie so waffentechnisch ein bisschen vorankommen. Warte mal, hier ist ein Stein, den nehmen wir schon mal mit, weil Steine sind jetzt auch gefragt, bestimmt. Da liegt auch noch einer. Und gucken wir mal. Das ist kein Stein zum Mitnehmen, das auch nicht. Hier ist die Birke, aber Birken können wir ja irgendwie nicht abarbeiten. Das ist ein Problem für uns. Wir müssten jetzt ein bisschen Nahrung finden. Ich glaube, hier hinter waren Büsche. Da liegt noch ein Stein, den nehmen wir natürlich mit, ne? Und ich glaube, hier waren noch die Bärenbüsche, oder? Da links ist auf jeden Fall einer. Aber da ist nichts dran, ist nicht nachgewachsen. Ach, hier sind mehrere Büsche, aber alles leider nichts gewachsen. Gut, dann müssen wir mal hier weiter gucken. Hier ist auch nichts. Oh, hier hört sich es gerade nach irgendwelchen Tieren an. Knüppel aus dem Sack. Das ist die Nummer 3. Hier ist noch ein Holz. Können wir auch mitnehmen. Hier ist nichts an den Bäumen. Ich höre zwar irgendwie was, aber ist da drüben was? Da ist ein Hünengrab, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ist da was drunter? Skelettüberreste. Knochenfragmente. Okay, haben wir alles mitgenommen. Und hier, ist das eine Truhe? Ne, das ist ein Stein, oder? Ja, sieht nur aus wie eine Truhe, ist aber ein Stein. Okay, jetzt habe ich eben irgendwie was gehört, aber keine Ahnung wo. Hier ist niemand, oder? Da hinten ist ein Reh. Ich glaube nicht, dass ich das in irgendeiner Form kriege, oder? Ne, es läuft auch schon weg. Hat sich erübrigt. Ich dachte, da wäre auch noch was, aber da ist nichts. Gehen wir wieder auf unsere Lichtung zurück. Die ist ja relativ schön. Ah, guck mal, da gibt es was zu essen. Das sollten wir erstmal sammeln, das ist wichtig. Und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt, aber wir hätten welche gehabt wahrscheinlich. Und jetzt geht es auf jeden Fall ein bisschen höher mit unserer Leistung. Was ist das jetzt hier? Ah, das ist ein Löwenzahn. Gut, daneben ist noch ein Stein und da sind noch mehr Bären. Da ist nochmal Bären. Das war für Springen, naja. Es war da wieder was zu hören, ne? Aber es ist nichts. Ich hätte gern jetzt noch eine weitere Möglichkeit, was zu essen. Zum Beispiel Pilze, ne? Aber die sind dann nicht so leicht zu finden, denke ich, oder? Ist das ein besonderer Stein hier? Ne, ne, oder? Doch, ist es. Runenstein, lesen.
Okay, dort, wo das Gras am Boden wächst und wo der Himmel hoch oben blau ist, wird immer ein Kamin und Zuhause sein. Okay. Ich höre jetzt irgendwie weiter was rascheln, aber es ist niemand da, oder? Ich hätte gerne ein bisschen Dingens. Pilze gehabt oder so. Wer ist da hinten am Laufen? Ah, so ein komischer Viech da. Nee, brauche ich jetzt nicht. Hier stehen aber leider keine Pilze und sonstige Dinge auch nicht. Hier kommt die Sonne, glaube ich, ein bisschen durch, dass das so aussieht, oder? Keine Nahrung da gerade. Aufgesammelt. Wiesenchampignons gibt es ja auch nicht wohl, ne? Ah, hier gibt es aber Steine. Steine sind schon mal nicht schlecht. Die nehmen wir erstmal alle mit. Wer weiß, wofür es gut ist, ne? Da unten ist auch noch einer. Gut, wo ist unser Häuschen? Sieht man das von hier? Ne, das ist hinter dem Hügel da. Da ist Holz. Ne, Fackel war falsch. Zwei wollte ich haben. So. Kloppen wir mal den Ast hier kaputt. Den Ast, das ist gut, ne? Den Baumstamm kaputt. Und dann haben wir wieder auch ein bisschen Holz noch dabei. Was ist das für ein komischer Baum? Ist nichts Besonderes. Ist das hier irgendwie ein Sternenkreis oder was? Nee, ne? Ich meine, ich hätte jetzt gerade jemanden gehört hier. Ja, da hinten ist er. Das heißt, Knüppel aus dem Sack. Okay. Einmal Harz bitte, danke. Sprinten haben wir gerade verbessert. Da ist unser Häuschen. Zu essen ist hier aber nichts, ne? Ich höre schon wieder was. Ist hier noch irgendwo einer? Ne, ne? Nö, wohl nicht. Ha? Da, doch. Na, guck mal her. Guck mal her. Drei Schlag und das war's. Und ich glaube, ich nehme keinen Schaden, oder? Das ist eine ziemlich gute Taktik, die ich da habe. So. Aber essen war jetzt ein bisschen mau, ne? Haben wir nichts gefunden. Nochmal Tür zu und gucken, was wir an der Werkbank machen können, oder? Steinachs, Keule, Hammer, Fackel, zerlumptes Hemd, zerlumpte Hose, Feuersteinaxt. Wir haben keinen Feuerstein gefunden. Bogen wäre möglich. Was brauchen wir denn dafür? Lederreste, okay. Feuersteinmesser, Holzschild. Auch Lederreste. Hölzerner Turm. Hölzernes Turmschild. Okay, auch. Und da wäre Feuerstein nötig. Wir könnten das reparieren. Das machen wir doch mal gerade. Und aufwerten. Die Steinaxt. Also, da brauchen wir ein Level Up oder sowas. Ja, okay. Das ist alles nichts machbar. Gut, das bedeutet, hier ist nichts gut. Jetzt müssten wir gucken, dass wir irgendwie Feuerstein finden, ne? Was sagt denn unsere Karte da? Kann ich die mal größer machen? Ja. Ike hier ist da. Wir sind hier. Ist das da Wasser oder was soll das sein? Aber ich würde jetzt hier mal diese Richtung so gehen wollen. Also ein bisschen nach da links. Ich habe aber keine Ahnung, was da hinten ist und ob da Wasser ist. Diese Lichtung lang wäre jetzt nicht verkehrt zu gehen, oder? Wir müssen nur ein bisschen aufpassen mit unserer Energie, dass die nicht weg ist, weil wir wollen ja dann beim Kampf die haben, ne? So, aber da sieht es auch nicht nach Wasser aus, ne? Aber wir gehen einfach mal weiter, da ist ein Hochstand oder was das da hinten auch immer ist, den gucken wir uns doch mal an. Und hier ist auch noch Holz, da ist ein Wildschwein.
Knüppel aus dem Sack. Kriegen wir das hin? Ich denke schon, ne? Haben wir noch ein bisschen Energie. Vielleicht kriegen wir das ja erwischt. Okay. Wildschwein-Trophäe haben wir, okay. Da lag sonst aber nichts, ne? Wo ist der Hochstand da? Ja. Ist es ein Hochstand? Keine Ahnung. Sowas ähnliches. Ein Brunnen ist es, oder? Ist es ein Brunnen? Nee, Fackel war doof. Zwei müssen wir. Was ist da drinne? Pilze. Sehr cool. Oh, super, da ist die Tür, ne? Hat ja wieder gut geklappt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut war oder schlecht war, ne? Aber hier geht's runter, oder? Okay, und da hinten ist was? Sieht das nach Wasser aus? Ich glaube nicht, ne? Du könntest was zu essen vertragen. Okay, ich habe aber jetzt gerade... Doch, die Pilze könnte ich essen. Gewicht, Gesundheit 15, aktuell 30, Ausdauer 15. Ja. Und das da hinten ist doch Wasser, oder? Schauen wir mal. Okay, könnte sein, muss aber nicht. Was ist das hier? Das ist wieder so ein Hünengrab, ne? Da ist aber nichts drunter. Und hier ist Wasser. Ich höre irgendwie was. Ist hier einer? Ne. So, was ist das? Kann man das mitnehmen? Nee, leider nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall Wasser. Aber was ist das da? Feuerstein. Aha. Am Wasser gibt es Feuersteine. Da ist noch einer, oder? Und da ist noch einer. Ist jetzt hier gerade einer? Ich hörte wieder so ein Geräusch. Irgendwo ist doch einer, oder? Das ist nur ein Stein. Hier zirpt es irgendwie. Wo ist es denn? Ah, da hinten. Aber es könnte sein, dass es zwei sind, oder? Ach nee, das ist was anderes. Das ist gar nicht so ein Viech. Das ist hier Sumpf-like, oder? Ich könnte was zu essen vertragen. Ja, das Fleisch ist weg, ne? So, jetzt habe ich hier natürlich keine Dinge mehr zu finden. Also ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen, wie heißt es, Feuerstein gefunden. Aber das ist hier wohl gerade nicht mehr da. Ja, und dann bin ich auch schon in dem Revier von Eiktürk oder so ähnlich wahrscheinlich, oder? Okay, da kommt einer, den müssen wir erstmal abservieren.
Okay, ist das hier Feuerstein? Ne, ist nur Stein. Leider kein Feuerstein. Ja. Und das da vorne ist, glaube ich, ein Wildschwein. Aber das will ich jetzt nicht haben. Ich glaube, wir werden erstmal gucken, dass wir wieder unseren Weg zurückfinden zu unserer Hütte. Weil wir doch sehr weit weg sind und die Schatten werden länger. Das bedeutet, wird gleich wahrscheinlich hier, sag schon, die Sonne untergehen. Gucken wir mal, dass wir da wieder hochkommen. Da sind Wildschweine, die muss ich jetzt auch nicht haben. Ich glaube, jetzt müssten wir hier gleich bei der Hütte sein, oder? Ja. Da, wo die Pilze waren. Cool wäre, wenn die Pilze jetzt da drinnen wieder wachsen würden, ne? Aber da habe ich keine Ahnung von. Ne, sieht nicht so aus. Das heißt, wir gehen jetzt weiter gen Heimat. Und schauen, dass wir... Ne? Ist das zufälligerweise Feuerstein? Ne, ne? Das waren Steine, ne? Ja. Gucken zu, dass wir in unser Häuschen kommen und da nächtigen können wieder, ne? Das ist wichtig. Wir sind noch 3 Stunden ausgeruht. Über 3 Stunden. Okay. Ja, dann werden wir mal schauen, was wir mit dem Feuerstein machen können. Das ist bestimmt ganz interessant. Aber uns fehlen die Ledergeschichten noch. Aber wir können was zu essen machen. Das ist zum Beispiel wichtig. Wir haben ja vom Schwein was gekriegt. Vom Wildschwein. Leckeren Wildschweinbraten. Sprinten 10. Das ist auch gut. Dann laufen wir wieder schneller. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einem anderen Kanal teilen. Bis dann. Ciao.